So, da sind wir wieder. Und wie wir sehen können, haben wir keinen Timer mehr. Yay! Also ich habe einen anderen Timer. Der geht ein bisschen länger jetzt. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem wunderbaren Schatzkärtchen. Sieht mir schon nach Twinks da drüben aus. Okay. Ich glaube, ich mache es gleich noch ein Ticken leiser. Habe ich gerade drei Leute getriggert? Ist das jetzt euer Ernst? I'm stuck. Hey, wieso habe ich denn drei Leute getriggert, wenn ich den... Die Twinks triggern die ganze Zeit und... Ach, das ist gemein. Okay. Kann er sich nur darum versuche... Der versuche über Versuche handeln. Dann nehmen das mal und das. Ich muss da irgendwie taktisch klug ran. Weiß nur noch nicht wie. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte, warte, ganz kurz einen kleinen Mühe. Sonst habe ich heute Abend keine Ohren mehr. Hoffe, es ist nicht zu leise. Wird schon schief gehen. Ich habe auf meiner Clary jetzt schon ein bisschen weiter gespielt. Vor allem, weil ich ja den Buff auch habe. Aber wir werden mal gucken. Ich habe, sehr interessant, finde ich zumindest, ich habe die alte, das alte Modell von, gefunden, wie es früher war, so 2012, mit, kostenlos, Free-to-Play, Pay-to-Play und so weiter. Das ist schon... Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, als ich es gefunden habe. Okay, sie hat kein Leben, ich hab kein Mana. Let's go. Ich überleb's aber. Ich hab keinen. Girl, ich hab kein Mana. What are you thinking? Hier nichts Neues spawnen. Oh, es ist schon gespawnt. Dürfte ich jetzt bitte nicht gleich wieder sterben? Danke. Jetzt nimmt man schon jemanden mit, jetzt reicht's auch nicht. Oh, Mana. Ist hier gebunden? Ja, viel Spaß. Die hat sich in die Schalen gebunden. Oder er. Wir wissen es nicht. Gucken. Es ist auch immer interessant, was der Allshit so schreibt. Was ich jetzt geschafft habe, ich habe jetzt Deva Pass Stufe 3 oder 4 auf dem einen Charakter. Weil ich die ganzen Dailies gemacht habe und in einer Legion bin und. Weil scheinbar ist auch in einer Legion sein auch eine Quest. Ich sollte mir hier manchmal ein bisschen was durchlesen, aber Dailies sind halt sowas wie 15 mal Tränke einnehmen, Quests abschließen, Gegenstände beim Händler handeln, dreimal sammeln oder Ethergewinnung durchführen. So ein Schmarrn. Also eigentlich alles machbar. Legion betreten ist zum Beispiel saisonal. Riss 5-mal benutzen, Feuertempel betreten. Oh, Feuertempel haben sie heute schon ganz schön gezogen. Eieiei. Also Feuertempel wird ganz schön viel gerannt. Das Lustige ist, Noxana denken immer noch viele, dass das eine Gruppeninstanz ist. Obwohl es das ja eigentlich schon nicht mehr ist. Das ist halt wieder typisch. Die ziehen jetzt wieder alles. Und dann hab ich's wieder am Arsch. Was für Spasten. Das finde ich frech. Sorry, die Ausdrucksweise, aber come on. Ich will doch nur hier durch. Wieso macht es denn ja alle so schwer? Wer ist das jetzt? Ich möchte nur die Schatzkarte haben, Mann! Ich will
wir doch weiterkommen. Das war mit meiner Clary nicht so schwer. Ich weiß auch nicht, was ich hier schon wieder tue. Aber da konnte ich mich auch heilen. Das ist ja... Ich bin mit meiner Klerikerin heute auch schon ein paar Mal gestorben. Leider. So peinlich es ist. Will sie jetzt nicht wieder herkommen? Oder ich gehe schon wieder den falschen Weg? Eigentlich ist das Zauberer gar nicht so schwer. Warum stelle ich mich denn auch so blöd an? So. Eins. Kurz ein bisschen heilen. Kommt sie jetzt her oder? Ich hab sie auf dem Weg. Oder? Weiß nicht. So unentschlossen. Wie sieht's gerade aus, wie es wird gerade geklärt? Ich habe vielleicht gerade. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich will auch! Ich gebe die Karte zurück. Nein. Wieso wurde ich zum Duell? Was? Oh, kannst du bitte heilen? Nein, ich habe den Trank nicht gefunden. Oh, was? Ach, ist das... Da stehst du schon da. Oh, diese Schatzkarte ist Endgegner, sag ich euch. Wie kann man denn sich so bescheuert anstellen? Und wieso kommt die Assassinin einfach nicht wieder? Na Quatsch. Angriff, TP, MP, Magieverstärkung. Dann ziehen sie wieder raus. Genau. Ich bin jetzt mal so kackendreist. Doch nicht so kackendreist. Wieso ziehen denn alle die Mobs? Hier verlieren sie dann Aggro, oder wie? Okay. Außer halt die, weil die halt schon wieder zu nah an der Küste ist. Lucky me. Ich hab echt heute kein Glück. Egal, was ich anfasse. Ist aber eine Kriegerin, ne? Ich habe heute eine Gladiatorin gesehen. Beides. Ich habe heute beides gesehen. Die haben echt gut Schaden gemacht. Hier die Witzka. Also damit darf man sich nicht beschweren. Okay, ich versuche jetzt der Kriegerin hinterher zu rennen. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier durchkommen. Komm, ich helfe dir auch. Wir machen hier eine Hand durch die andere. Genau. Muss doch jetzt mal uns gelingen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh. Danke. Das ist das falsche Ziel. Ich wäre gestorben ohne sie, to be honest. Ich weiß, ob ich es jetzt überlebe, hier zu stehen. Das ist halt risky. Oh, oh, Respawn. Oh, das geht flott. Ich finde allgemein, die Respawn-Timer sind alle dort gar nicht that bad. Oh, um es mal zu loben, so. Also so, was ich an Monstern schon getötet habe und so, das ging eigentlich. Voll klar. Das wird jetzt wehtun. Aber wir haben es endlich geschafft, Guys. Wir haben die Schatzkarte. Let's go! Hat ja nur wieder 10 Minuten gedauert. Ich habe gerade schon vergessen, dass ich ja sammeln kann. Ich bin es actually nicht gewohnt, dass ich jetzt die ganze Zeit sammeln kann. Ich muss mich da gerade wieder reinfiddeln. Futzen. Ja, Deutsch. Aber das Sammeln ist erstmal Fokus hauptsächlich bei meiner Clary. Ich glaube, hier haben wir doch schon Stufe 5 oder so. Das müsste für den... Ja, fast 10. Easy.
Die eine Quest müsste da nicht wehtun. Denke ich, hoffe ich. So, wir müssen erstmal hier wieder alle Quests einschalten. Sonst weiß ich nicht, wo ich weitermachen musste. Das wird hier nicht die letzte gewesen sein. Es ist so angenehm, nicht diesen Stundentimer jetzt im Nacken zu haben. Oh ja, auch nicht. Das können wir behalten. Weiß nicht, ich fand, das war irgendwie ein bisschen hektisch. Okay, den schwarzen Opal holen wir jetzt. Sie hat, glaube ich, gerade genau dasselbe Quest-Pattern wie wir. Das ist ganz gut. Es ist auch enorm, wie viel, oh, die ist schon Level 7. Wie... Oh, jetzt habe ich den Satz vergessen. Wie schnell man levelt tatsächlich. Was das für einen Unterschied macht. Finde ich schon krass. Respawn. Chillen jetzt unsere Base hier. Und was ich auch mal, was ich vorhin auf einem anderen Char gemacht habe, ist hier mal den Schimpfwortfilter ausmachen. Weil der Schimpfwortfilter funktioniert zu gut. Hier werden teilweise Sachen gefiltert, die gar nicht filterpflichtig sein sollten. So, mit einem Wort, so zwei Buchstaben oder so. Wo du dann fragst, hä? Warum? Aber okay. So. Ab die Post. Wieso ist die eigentlich schon Stufe 7? Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe bei meiner Klerikerin, ja, dadurch, dass ich immer nur die eine Stunde hatte, habe ich sehr viel gesammelt in dieser eine Stunde. Und es hat so enorm viel ausgemacht, was das Level anging. No joke, ich habe irgendwie gefühlt ein oder ein halbes, zwischen einem halben und einem gesamten Level habe ich nur durch Sammeln gemacht. Das war richtig wild. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Dass es doch so viel ausmacht. Aions Schatten beschützt uns. So, ich gehe jetzt hoch. Machen wir den anderen Kletterradatsch da oben. Wenn sie noch Gruppe bleiben will, kann sie Gruppe bleiben. Ansonsten kann sie auch mitkommen. Man merkt halt jetzt auf dem Charakter, dass ich halt... merkt man halt, dass ich nicht immer den Buff drin hatte. Sonst wäre ich jetzt auch schon Level 7. Locker. Wir machen jetzt hier den Titel rein. Den Titel habe ich jetzt mit P Profil geöffnet. Dann kann ich hier den Titel Schatzsucher. Gibt uns plus 4 Präzision. Ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier noch eine Halskette bekommen. Und dann geht's weiter. Das sind so Sachen, die wir nebenbei machen. Hier ist einfach schon Stufe 34er. Okay, okay. Die machen gerade ihre Stigma-Quest, I guess. Hier fehlt mir halt, das Level 7, das ist doof. Sonst hätte ich die Quest hier schon annehmen können. Aber ich helfe trotzdem mal kurz mit. Weil viel fehlt uns nicht mehr zu Level 7. Ich... Nee, ne, den haben wir dann noch nicht. Der kommt, der magische Würfel kommt erst danach. True. Hey, der Busch stört. Ich mach den Busch weg. Ich glaub, du mir zu sagen... Oh, die verschwinden immer. Die Rachegeister sind gemein. Die verschwinden und dann verlierst du die Aggro. Also du verlierst den... Den... Na, Fokus auf den Gegner. Dann musst du nochmal neu anklicken. Nervig! Ich hab die schon. Ich konnte die noch nie leiden. Hier gibt's auch einen Mini-Boss, den Rusty. Wo ist der? Also, es ist quasi auch so ein Geist, der sieht so aus wie alle anderen, aber der ist ein bisschen größer.
Weiß nicht, ob ich das mit der Rota nochmal schaffe. Das ist jetzt ungünstig. Habe ich mich nicht vor uns gefreut, dass das so schnell respawnt? Sollte das nochmal überdenken. Oh, Widerstand. Widerstand ist zwecklos, hallo? Hä? Okay, sie hat jetzt die Gruppe verlassen, Sven. Hier ist eh immer ein Kommen und Gehen, das ist so krass. Weil am Ende macht man halt wirklich nur die Gruppen, weil man dasselbe, selbe Monster verfolgt oder dieselbe Quest, beziehungsweise einfach grundsätzlich dasselbe Ziel. Daher ganz entspannt. Das Ziel ist halt schon tot. So, wir so langsam ein bisschen merken, wie viel Mana ich für eine komplette Rotation brauche. Dann geht's. Dann sollte ich so langsam ein Gefühl dafür kriegen. Nehmen wir mal einen drin. Ich werde den Char, das habe ich vorhin vergessen zu machen, ich muss den Char mal noch in die Legion einladen. Damit, falls es doch Interessenten gibt, ich Leute mit in die Legion einladen kann. Das wäre ganz cool. Weil ich hätte schon gern wieder eine aktivere Legion. Zumal, ich kann es jetzt nicht zeigen. Es dürfte, glaube ich, weiß nicht, ob es auf dem Patch war. Es gibt auch so Legionsaufträge, die man dann machen muss. Und da ist es ganz gut, nicht alleine zu sein. Weil dann musst du dann halt sowas wie Noxan als Ausbildungslager mehrfach laufen oder Draupnir ein paar Mal laufen. Solche Geschichten halt. Und das ist alleine immer ein bisschen ätzend gewesen, to be honest. Fall um. Wieder kurz Mana restoren. Also Level 7 schaffen wir easy. Da wurde ich im Real Life gegankt. Egal. So. Ich brauche jetzt noch zwei Schatzhalsketten. Und wenn wir das haben, müssen wir wieder alles zurücklatschen. Das war ein Level Up und da war wieder keine Kette drin. Was haben denn die heute? Die wollen mir keine Ketten geben. Gebt mir eure Ketten, ihr Stücken. Wir haben hier auch mittlerweile Stufe 3 erreicht. So ganz nebenbei. Ich fange schon wieder an mit Multitasking, I'm sorry. Da war auch wieder keine drin. Ach ja, was ich letzte Mal nicht ganz zu Ende erklärt habe, was ich jetzt unbedingt mal nachmachen sollte. Und zwar, auf Jahabata wurde ja jetzt ein Survey, also diese Umfragen hier eingeführt. Als kleines Leckerli zum Beispiel sozusagen, dass man mit auf Tapata anfängt und dass nicht alle auf Atreia weiter versuchen rumzugöcken. Diese Surveys bekommen wir alle 10 Level, also 10, 20, 30, 40, 50. Diese ganze Sache, also dieses ganze Event geht jetzt noch bis zum 10. Guck gleich nochmal nach. Ich muss kurz hier den Geist töten. Soweit ich weiß. Töte den kurz selber. Genau, Tabatas Überraschungsumfrage. Das Ganze geht noch bis zum 10.05. 9 Uhr. Dieses Event. Unter anderem sind Verwandlungsbonbons, Schachteln, flinker, flauschiger Eisbär dabei, Grabstein der Wiederbelebung oder Titelkarte Justiels Erleuchtung für 15 Tage. Damit ihr das mal gehört habt. Das ist ja alles mit drin. Das darfst du aber nur einmal pro Account nutzen. Ich meine, hier steht auch die Periode drin, wie lange das geht, der Schmarrn. Aber es ist halt einfach dazu da, um Leute ein bisschen auf Tabata zu kriegen. Weil halt Atreia voll ist. Es ist wirklich voll. Also es wurde sich so oft mittlerweile beschwert wegen den Warteschlangen und dass man nicht hinkommt und dass es sich gar nicht lohnt, überhaupt zu starten alles. Und viele sind es auf 4 mit gewechselt. Deswegen ist der Habata jetzt noch voller als vorher. Aber ist halt gut, wenn beide Server recht gut belebt sind. Das einzige Problem ist die halt den Deva-Pass dort auf dem anderen Server freigeschaltet haben. Oh, wir haben die Zusatzquest bekommen, nice.
müssen halt jetzt den Pass nochmal auf dem anderen Server freischalten, wenn sie Server gewechselt haben. Das ist halt der große Unmut dabei. Aber man überlebt. Oh, wir haben neue Skills. Stimmt, wir sind Level Up. Ich habe das Level Up gerade ein bisschen verpennt. Wir bekommen jetzt den Gefrierschock und Steinhaut. Oh, ich lebe länger. Let's go. Seelenbindung. Seelenbindung heißt, wenn du den Gegenstand einmal angelegt hast, kannst du ihn ablegen, aber nur noch... Wie war das? Du kannst ihn nicht mehr tauschen mit anderen Leuten, also nicht mehr handeln. Ich habe gerade den Gefrierschockel weggeklickt, weil ich es gewohnt bin. Ja. Du kannst ihn, also du kannst Gegenstände nicht mehr handeln, wenn sie Seelen gebunden wurden. Und somit muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man noch Gegenstände hat, die man handeln möchte. So, das haben wir alles. Auch unbedingt jetzt die Steinhaut. Die Steinhaut ist nämlich wie so ein Schutzschild. Das tankt nämlich einiges an Damage für uns. Hält aber nur 4 Minuten, beziehungsweise 276 Trefferpunkte. Und es fehlt immer noch eine Kette. Okay. Man merkt, ich habe übelst Mana-Probleme. Schrecklich. Aber immerhin haben wir unsere Quests fast alle durch. Falsch hast du. Jetzt haben wir alles. Nice. Jetzt geht's los. Ich habe andere Quests. Manche werden hier nämlich. Genau. Die nehmen wir noch fix mit an. Die werden nicht. Auf der Minimap ist mir ja schon oft jetzt aufgefallen, werden öfters die Quests nicht angezeigt. Deswegen lieber nochmal auf die große Karte geguckt und da mal sich vergewissert, ah, okay. Weil ich habe jetzt gewundert, hier unten müsste jetzt für mich die Quest aufgeploppt sein, da ich Level 7 geworden bin. Ist aber nicht. Und deswegen hat es mich jetzt umso unmütiger gemacht. Die Silberkette können wir auch mal noch machen. Das ist nämlich die Zusatzquest hier. Da müssen wir mit dem Geist reden. Boah, hier ist was los. Level 31er Gladiator. Ja gut, es ist Montag. Das Game ist schon eine Woche da. Da merkt man, dass ich jetzt die ganze Zeit lang nicht viel machen konnte. Obwohl ich in meiner kleinen Karin jetzt auch schon gut Richtung Level 20 komme. Wir müssen jetzt nämlich diese Opferknochen sammeln. Hier immer mal rumliegen. Dann gehen wir noch kurz hoch zum Nin. Wenn man die stunt, dann machen sie ihren Verschwindibus-Zauber nicht. Ist auch ganz cool. Dafür muss man sie erstmal gestunt bekommen. Schauen. Hier oben war, glaube ich, auch noch einer. Außerdem hat schon einer genommen. Das ist ein Zauberer-Skill. Einfach mal ein Illusionstor gemacht. Okay. Führt einen nach Pandemonium. Dann nehmen wir hier noch die delikate Aufgabe an. Wo wir nicht wissen, was wir kriegen. In der delikaten Aufgabe steht drinne. Okay, es respawnt. Steht drinnen, man kann 3 verschiedene Sachen ihm bringen. Dunkle Eier, Metu-Eier oder Ginseng-Wurzeln. Genau, das leichteste, wenn man eh auf dem Weg ist, sind Funkle-Eier. Dann macht man unten so einen Waldfunkler weg und es ist gegessen. Ansonsten, wenn man eh noch vorhat, Richtung Susu-Dorf und sowas zu gehen, dann kann man auch die Metu-Eier holen. Das sind so kleine Flausche-Dinger. Die sehen wir dann auch gleich. Die rennen da so rum. Und kleine Chicken Nuggets. Sozusagen. So, mit den Knochen müssen wir hier an diesen Verbrenner, an den Brennofen und verbrennen jetzt die Knochen. Außer, ich habe was verkackt. Habe ich den verkackt? Wir haben doch alle Knochen. Oh, ich gehe schon wieder vom Regen in die Traufe. Dafür braucht ihr mehr Mana. Ach, sie ist einer Legion beigetreten. Oh, alles klar. So schnell kann es gehen, Genas. Aber ich habe meine eigene.
Ich gehe wieder an meine eigene Legion. Den Namen habe ich mir gesaved. Da lasse ich mich nicht ärgern. Aber schön, dass ihr einem trotzdem hilft. Was ich dann immer schwierig fand an einem gewissen Punkt war, wenn Leute wirklich so richtig patriotisch waren oder so, wenn sie dann wirklich nur noch den Leuten aus ihrer Legion geholfen haben und nicht bei allen anderen. Wenn du nicht in ihrer Legion warst. Und man sich ja fragt, hä? Nur weil man jetzt in einer anderen Legion ist, heißt das dann nicht, dass man sich nicht gegenseitig helfen kann? Wo Problem? So, jetzt können wir es abrennen. Lag nur daran, weil wir zwischendurch unterbrochen wurden. Jetzt bleibe ich hier doch einzeln im Knochenhaufen hängen. Wir müssen hier eh noch zweimal hoch. Deswegen ganz entspannt. Ich hätte es aber erstmal einmal runtergehen, dann mal noch die eine Quest dort machen. Und mit Level 9 spätestens müssen wir dann zu Moonin zur Aufstiegsquest. Weil wenn man Level 9 ist und dann quasi das Level Up haben möchte. Also du questest ja weiter und killst weiter Monster und dann machst du den XP-Balken voll und dann kommt auf einmal die Nachricht, sie können nicht weiter aufsteigen, bevor sie die Aufstiegsquest gemacht haben. Dann denkst du so, okay, gut. Hast dann aber vielleicht in der Zeit noch XP geholt, was dann nicht mehr verrechnet wird, meiner Meinung nach. Und dann gehen die XP halt flöten. Ist meine Auffassung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es so ist. Weil es war irgendwie nie, du hast immer, egal was ich vorher gemacht habe, der Balken war am Ende immer gleich voll. Nach der Aufstiegsquest. Deswegen, weiß ja nicht. Deswegen mache ich immer, sobald ich Level 9 bin, erst die Aufstiegsquest und dann mache ich den Rest, weil ich immer Angst hatte, dass uns irgendwo XP verloren gehen. So meine Taktik. Aber es kann auch sein, dass ich einfach doof bin. Oder zu ängstlich. Ich weiß es nicht. Deswegen kann jeder für sich ausprobieren. Ich mach's so. Ich kann hier mal noch die Funkeleier holen. Also Damage machen wir an sich gut. Sorry, ich wollte nur die Funkeleier, danke. Aber es sind auch schon wieder die lustigsten Namen unterwegs. Also von sehr kreativen Namen bis hin zu sehr langweiligen Namen ist wieder alles dabei. So, kurz Karte verschoben. Das stört die mich. Das triggert die mich irgendwann hardcore. Was vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant sein könnte, wir haben doch hier diese Tabs. Diese Chat-Tabs. Automatisch habe ich schon Kampf, Gruppe, Chat und alles. So, und warte, ich muss nur kurz mein nächstes Opfer nebenbei suchen. Und wer hier ein neues erstellen möchte, geht hier in Chat-Einstellungen. Reiter hinzufügen. Das ist jetzt ungünstig. Ich nenne den jetzt 11. So, und dann hat man hier halt ganz viel Auswahl, was man da halt gern sehen möchte. Ich mache mir jetzt den Legionschat. Und sage, ich möchte hier den Legionschat haben. Man kann aber auch, wenn es einen interessiert, mal kurz gucken, wo der mit dabei ist. Kampfinfo nicht. Chat bei Plus, so. Hier kann man solche auch einen Flüsterchat machen, wenn man sehen möchte, was für Flüsternachrichten alle reingekommen sind. Das fand ich immer sehr wichtig. Vor allem, dass man Flüster-Ein- und Ausgang hat, damit du weißt, okay, hatte ich den jetzt schon geschrieben, habe ich den nicht geschrieben? Wer hat mir geantwortet? Ich mache immer einen Flüsterchat und einen Legionschat. Ich bin da vielleicht ein bisschen doof, aber I don't know. Ich mag das so ein bisschen aufgeteilt, nicht alles in allem, weil sonst überliest man ja doch mal was. Und weil ich das nicht will, mache ich mir dann immer... Man kann mit Rechtsklick drauf auch den Namen nochmal ändern. Und du kannst den auch mit Rechtsklick drauf auch löschen. Du kannst auch den Chatverlauf löschen, wenn da irgendwas ist, oder nochmal in die Reiteroptionen gehen und hier nochmal was ändern. Das ist eigentlich immer recht... praktisch. Das auch jetzt, wenn du zum Beispiel bei Raids nur den Allianz-Chat haben möchtest, machst du halt hier Allianz-Unions-Chat für Raids an. Das, dann machst du dir dann halt einen extra Raid-Chat zum Beispiel. Das fand ich immer sehr praktisch, to be honest. Ich habe aber damals echt lange gebraucht, um rauszufinden, dass es das gibt.
Beziehungsweise ich habe es mir erklären lassen von jemand anders, der klüger ist als ich. Ganz einfach. Schade, die ist ja nicht respawned. Dann nehmen wir eine weiter oben. Die Götterdämmerung. Also noch länger ging der Name nicht. Ich finde so ganz lange Namen aber auch ein bisschen schwierig. Obwohl, ich sollte mich über meinen Namen auch nicht aufregen. Meinen Namen versteht man nämlich nicht, wenn man es nicht weiß. So, können wir die Amphis noch machen? Es ist halt Looten und Leveln. Looten und Leveln. Ich habe auch schon mit einem geschrieben gehabt, wie wahrscheinlich das Endgame aussehen wird. Könntest du bitte sterben, danke. Und ich vermute halt, also ich habe auch nur in die Instanzenliste geguckt und geguckt, so wann ist welcher Reset und dann weißt du ungefähr, was das Endgame sein wird. Das Endgame wird halt wirklich die Daily Instanzen laufen. Ja, komm rüber. So. Daily bzw. wöchentliche Instanzen laufen. Es gibt ja hier so die Abyss-Arenen zum Beispiel. Die kann man schön laufen. Dread kannst du täglich laufen, um Abyss-Punkte. Also du wirst viel Abyss-Punkte farmen. Gear vielleicht auch farmen. Stigmatas farmen. Mana-Steine farmen. So halt Gears farmen am Ende des Tages. Mehr wird da nicht kommen. Halt viel PvP. In die Risse gehen mit ein paar Leuten. Ein paar Tauben ärgern. Weil die Tauben ärgern uns jetzt auch schon. Ich habe heute schon mehrfach Nachrichten gelesen, wo in Morheim die Tauben teilweise wirklich vor der Festung standen und die Leute weggeklatscht haben, wo dann hilfesuchend gebeten wurde, please help, und klatscht die Tauben weg. So ungefähr gekommen ist. Ja, ich habe mich gerade verdrückt. Y gedrückt ist übrigens, also Y ist übrigens privater Laden, habe ich gerade rausgefunden, wieder mal so nebenbei. Ja, es ist ja, was man hier nicht alles nebenbei so entdeckt. Was auch interessant ist, hier unten ist das Einflussverhältnis. Da seht ihr im PvP, wie viel eingenommen wurde, von wem. Je nachdem werden auch die Steuern im Aktionshaus berechnet. Ich habe dir Funkler-Eier mitgebracht, mein Freund. Und ja, aktuell haben wieder 7% die Elios. Es wird auch schon wieder rumgeheult, dass die Elios wieder mehr sind als die Asmos. Von daher, ich sehe das nicht so dramatisch. Ich bin noch ganz am Anfang. Später werde ich da hoffentlich ein bisschen mitreden können. Mal gucken. Gibt jetzt auch die ganzen Quests ab und dann sind wir fast Level 8. Und wenn wir dann anfangen mit dem Susu-Dorf drüben, sind wir ganz schnell Level 9 und dann schaffen wir in der nächsten Folge, hoffe ich, den Aufstieg. Also ganz easy. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir es jetzt endlich schaffen. Ich kann jetzt endlich am Stück wieder ein bisschen mehr spielen. Das heißt, zack, 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 auf geht's. Wird schon. Das mit der Schatzkarte tut mir halt irgendwie auch jetzt leid, dass es so lange gedauert hat. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass es so lange dauert. Aber es wird, ich habe es auch mit der Clary gemerkt, es wird Sachen geben, die dauern einfach länger auf diesem Patch, weil die Live-Server waren dann ab einem gewissen Punkt dort und da haut auch einfach einfacher. Anfängerfreundlich würde ich jetzt nicht sagen. Aber so, wenn du Bade gewöhnt bist, du musstest nie wieder Mana-Pause machen, weil du halt immer dein Mana wieder geretzt hast. Also regeneriert hast mit Fähigkeiten. Das kannst du hier nicht. Deswegen müssen wir hier ein bisschen Stück für Stück machen. Oh, der macht seine Stigma-Quest mit Stufe 22. Obwohl, die kriegst du erst auf 25, dachte ich. Oder versucht jemandem zu helfen. Aber was es nicht gibt, ist Mentoring. Es gibt kein Mentoring auf dem Stand. Das heißt, eigentlich bringt es nicht viel, mit einem Höherrangigen in einer Gruppe zu sein, außer er muss dir echt helfen. Weil es dann wieder komisch aufgeteilt wird. What the fuck ist das für eine Gruppe? Wie sah der denn aus? Interesting. Auf jeden Fall sehr interessant sah er aus. Wir wollen ja hier kein Body-Shaming machen. Aber ihr merkt, hier ist es auf jeden Fall schon voller geworden. Aber das macht nichts. Notfalls mache ich mit den Leuten eine Gruppe, wenn es irgendwas gibt. So. Stimmt, den Magiewürfel müssen wir auch noch machen. Mache ich den jetzt? Nee, ich gehe jetzt erstmal noch da drüben das machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt fix meinen Charakter noch in die Legion einladen. Und dann machen wir im Susu-Dorf weiter. Oder ich mache den magischen Würfel, das muss ich mir überlegen. Aber wir müssen eh 3, alles 5 verlaufen. Von daher, Stück für Stück. Ich kann auch erst den magischen Würfel. Ich überlege es mir jetzt kurz. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo wir dann die Aufstiegsquest auf jeden Fall machen werden. Bis dahin!